Ich möchte dich begrüßen und herzlich willkommen heißen zu einem weiteren Thema zu unserer Reihe, die Theodizee-Frage. Schön, dass du mit dabei bist. Und wie du wahrscheinlich siehst, bin ich hier heute nicht alleine. Ich darf dich auch begrüßen in unserer Runde hier. Ich stelle diejenigen, die mit dabei sind, mal ganz kurz vor mit Namen. Das ist einmal Melanie, zu meiner Rechten, einmal Wilbert und Eduard. Der Wilbert ist dir bestimmt schon bekannt von anderen Videos. Und ich freue mich, dass ihr heute mit dabei seid. Es geht also weiter in unserer Vortragsreihe zur Theodizee-Frage. Einige Dinge haben wir ja schon versucht zu klären, also eine allgemeine Einführung zu dieser Frage, was es an Lösungsansätzen gibt und ob sie uns nun zufriedengestellt haben oder weniger. Da haben wir auch schon ein Stück weit drüber nachgedacht. Und heute soll es um ein ganz bestimmtes Thema gehen. Die Rolle Satans in der Theodizee-Frage. Ich möchte gerne noch mal ganz kurz erinnern, was das Bekenntnis unseres christlichen Glaubens ist, wenn es um Gott geht. Wir alle bekennen einen Allwissenden, einen Allmächtigen, einen Allgegenwärtigen, einen liebenden Gott. Und wir sind fest der Überzeugung, dass Gott über allem steht. Auch das Böse ist ihm untertan. Und in der Definition der Theodizee-Frage, da hatten wir gesagt, dass die Theodizee-Frage sich im Grunde genommen aus folgenden Gegensätzen ergibt. Und zwar, Gott kann und Gott will das Leid und das Übel verhindern oder aufheben oder wegschaffen. Und er tut es aber nicht. Warum nicht? Das ist also der Kern der Theodizee-Frage. In manchen Ansätzen nimmt man eine weitere Person mit dazu, wenn man das klärt, und zwar die Person Satan, indem man sagt, Gott hat hier einen Widersacher, einen Opponenten, der das Übel, das Böse schafft und dafür verantwortlich ist. Und das wollen wir uns ein Stück weit näher anschauen. Hilft die Rolle Satans in der Klärung der Theodizee-Frage weiter oder eher nicht? Kann man auf die Rolle Satans verzichten? Der Frage wollen wir in dieser Runde etwas nachgehen. Und ich möchte gerne mit einer Frage beginnen. Wie ich schon sagte, es gibt die Rolle Satans im Grunde genommen in dieser Theodizee-Frage. Die Rolle Satans und vor allem, wer Satan ist, wird auch unterschiedlich dargestellt. Also ich kann mich noch entsinnen, als ich in Rom das erste Mal in der Sixtinischen Kapelle war und da der ganze Erlösungsplan von der Schöpfung bis zum Schluss alles dargestellt wird an der Kuppel. Da gibt es eben auch in einer Ecke gibt es das Bild der Hölle und Satan kommt darin vor. Und das hat man sich eben auf eine ganz bestimmte Weise vorgestellt. Den hat man so dargestellt. Das ist im Grunde genommen ja eine Zeichnung. Wir kennen ihn aus verschiedensten Darstellungen, aus Beschreibungen. Wen oder was soll man sich unter der Figur Satans überhaupt vorstellen? Was sagt die Bibel dazu? Was sind eure Erkenntnisse dazu? Ich muss gestehen, dass ich, sag ich mal, mit dieser Persönlichkeit oder dieser Person sich mich nie so oft beschäftigt habe, also eher so am Rande. Und ich sehe in dieser Person eher so einen Widersacher, einen Ankläger, der anklagt, der etwas verursacht und sich ein Stück weit auch ja, aus dem Staub macht. Ja. Also hauptsächlich ist das ein Ankläger und der etwas verursacht. Leid, das Böse oder auch den Schmerz. Also derjenige, der das verursacht. Also aus meiner Sicht. Ja, ich denke, er ist eine Person, die ein anderes, ganz anderes Lebensprinzip als Satan, als Gott hat. Entschuldigung. Also bei Gott ist für mich dieser Baum des Lebens. Von ihm kommt nur Gutes und er besiegt das Böse mit der Liebe. Aber bei Satan, er ist vertreten da im Garten Eden durch diese Baum von Erkenntnis von Gut und Böse. Und das funktioniert nach Belohnung und Bestrafung. Also, eine Person wie sagt man das? Verhält sich gut, dann bekommt eine Belohnung und verhält sich schlecht, bekommt eine Strafe. Und sogar das Böse wird mit Böse korrigiert, also mit
Bedrohung, mit Gewalt und am Ende mit dem Tod. Also für mich, Satan ist diese Person. Wenn ich an diese Frage denke oder wenn ich so, wenn ich so höre, wenn man Leute über Satan reden, dann habe ich direkt die Worte meiner Mutter im Ohr, die mir schon, als ich ganz, ganz jung war, gesagt hat: Melanie, Satan ist kein Märchen und kein kleiner roter, kleines rotes Wesen mit Hufen und Hörnern, sondern es ist anders, als du denkst, und es ist anders, als die Welt es eigentlich sagt. Und das fand ich sehr interessant, weil wenn wir in die allgemeine, in das allgemeine Verständnis von Satan oder von Teufel reinschauen, sieht er eben so aus, und er ist der Wächter der Hölle, ja. Also er ist das Böse und er ist der Wächter der Hölle, und das ist der die bösen Leute nimmt, wenn sie sterben, ja. Und das macht Satan irgendwie auch zu so einem scheinbaren Handlanger Gottes, ja, also einem Mitarbeiter. Und meine Mutter hat mir immer sehr deutlich gesagt: Melanie, so ist es nicht. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, diese Sache zu betonen. Aber ein Stück weit habe ich so ein bisschen Verdacht, dass der Satan sehr oft oder diese Persönlichkeit missbraucht worden ist, um ein Stück weit die Menschen in Gottes Nähe zu treiben. Ja? Also ich wurde so umschrieben: Es ist etwas Böses, und wenn du das und das tust, dann... Der Satan verfolgt dich. Genau, und ja, ja. Diese Atmosphäre, die treibt mich eher zu Gott dann. Ne? Also, ja, also irgendwie ist das auch schon so ein Mitspieler quasi, ne? Ein Stück weit könnte man daraus ableiten. Ne? Also wenn man mit dieser Person immer wieder Angst einjagen möchte. Ne? Schon interessant, dass man dieses Bild quasi auch dazu bringen kann, mich näher zu Gott, aber die Frage ist ja, welche Motive sind das, die mich dazu antreiben? Ne? Also bringt es dann einen wirklich näher zu Gott? Wenn das, also man treibt den Menschen mit dem Bösen zum Guten. Genau. Ja. 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 Also quasi, man könnte sagen, auch das Böse hat so ein Stück weit Aufgabe. Ne? Mhm. Aber wir wollen die Frage nachgehen, ob das wirklich so ist, ob das, welche Rolle spielt der Satan überhaupt da in diesem ganzen Drehbuch, sage ich mal. Also ich würde gerne mal eine Frage noch klären, bevor wir auf den Satan im Hiob-Buch eingehen. Und darum soll es heute ein Stück weit gehen, weil das Buch Hiob eigentlich, ja, das Buch ist, wo die Frage der Theodizee in der Bibel überhaupt und natürlich auch im Alten Testament am stärksten thematisiert wird und auch am längsten im Grunde genommen ja ausdiskutiert wird. Ob sie denn wirklich ausdiskutiert wird, ist so die Frage. Ja? Also gibt es wirklich eine Antwort im Hiob-Buch? Das wollen wir uns auch noch mal ein bisschen anschauen. Aber die Rolle Satans überhaupt, jetzt könnte man ja der Frage nachgehen, wie sehen diese Machtverhältnisse überhaupt aus? Also wenn es ihn in der Bibel gibt, wenn er vorkommt, wenn er immer wieder betont wird, im Alten Testament nur selten, also in Wirklichkeit haben wir im Alten Testament nur drei ganz klare Stellen, wo er vorkommt, im Grunde genommen namentlich erwähnt wird. Dafür das Neue Testament, da kommt er natürlich deutlich öfters vor. Jetzt könnte man ja fragen, wie mächtig ist er überhaupt? Wir hatten in einem Video, bin ich ja schon mal ein bisschen drauf eingegangen, wo ich sagte, wenn er wirklich ein ernstzunehmender Opponent ist, Gott gegenüber, dann müssten wir ja den Eindruck haben, ja, Gott wird mit ihm nicht so ganz fertig. Und die Zukunft ist nicht ganz sicher, nicht ganz klar, weil wer weiß, wie sich das alles entwickelt, entfaltet. Und wenn er im Grunde genommen eine wirkliche Gegenmacht darstellt, wie glauben wir dann an Gott? Wie seht ihr das überhaupt? Wie sind diese Machtverhältnisse geklärt? Ist er ein Opponent, ein Ernstzunehmender? Ist Gott ihm vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht ganz gewachsen? Wir haben ja manchmal gerade in den fernöstlichen Philosophien, da gibt es ja im Grunde genommen das Böse und das Gute, die stehen sich ja fast gleichmächtig gegenüber. Und wie sieht das in der Bibel aus? Für mich in der Bibel können wir viele Geschichten finden, wo wir die Macht Gottes sehen. Aber eine Geschichte ganz klar: Als diese Ehebrecherin frisch ertappt wurde, da war diese zwei Mächte und wie diese Mächte das Böse korrigieren. Und das ist interessant, Satan möchte auch das Böse korrigieren, für mich, denke ich. Und die satanische Lösung war, diese Frau zu steinigen. Und Jesus hat seine Macht da gezeigt, indem er die Frau Vergebung gegeben hat und wiederherstellt. Also das ist diese Macht Gottes. Aber die Frage ist,
glauben wir, dass es Macht und mögen wir überhaupt diese Macht Gottes? Weil normalerweise wir wünschen uns, dass Gott andere Art von Macht hat. Ich würde sagen, lass uns mal in das Buch Hiob einsteigen. So in den ersten beiden Kapiteln, da haben wir zwei Texte, die fast identisch klingen, also fast wortwörtlich identisch klingen. Da wird die Figur des Satan im Hiob-Buch eingeführt. Vielleicht lesen wir das einmal. Das ist im Kapitel 1, die Verse 6 bis 12 und Kapitel 2, die Verse 1 bis 7. Genau, also ich lese jetzt ab dem Vers 6 bis 12 aus der Schlachtübersetzung. Es geschah aber eines Tages, dass die Söhne Gottes vor dem Herrn traten und unter ihnen kam auch der Satan. Da sprach der Herr zum Satan, wo kommst du her? Und der Satan antwortete dem Herrn und sprach vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandeln darauf. Da sprach der Herr zum Satan, hast du meinen Knecht Hiob beachtet? Denn seinesgleichen gibt es nicht auf Erden, einen so untadeligen und rechtschaffenen Mann, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Der Satan aber antwortete dem Herr und sprach, ist Hiob umsonst gottesfürchtig? Hast du nicht in sein Haus und alles, was er hat, ringsum eingehegt, das Werk seiner Hände, hast du gesegnet und seine Herden breiten sich im Land aus. Aber strecke doch einmal deine Hand aus und taste alles an, was er hat. Lass sehen, ob er dir auch dann ins Gesicht absagen wird. Da sprach der Herr zum Satan, siehe, alles, was er hat, soll in deiner Hand sein. Nur nach ihm selbst strecke deine Hand nicht aus. Und der Satan ging vom Angesicht des Herrn hinweg. Jetzt heißt es hier, dass der Satan die Herden, den Besitz, die Familie des Hiob schlägt. Also da kommt quasi eine Katastrophe nach der anderen. Nur Hiob selbst wird eben in Ruhe gelassen. Und da lesen wir im Kapitel 2 nochmal, dass er hier nochmal nachlegt. Also diese Passage, die, wie ich schon sagte, sehr, sehr ähnlich klingt, mit ein paar kleinen Unterschieden. Die lesen wir jetzt nochmal. 2, 1 bis 7. Es geschah aber eines Tages, dass die Söhne Gottes vor dem Herrn traten. Und unter ihnen kam auch der Satan, um sich vor den Herrn zu stellen. Da sprach der Herr zum Satan, wo kommst du her? Und der Satan antwortete dem Herrn und sprach, vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandeln darauf. Da sprach der Herr zu Satan, hast du meinen Knecht Hiob beachtet? Denn seinesgleichen gibt es nicht auf Erden, einen so untadeligen und rechtschaffenden Mann, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Und er hält noch fest an seiner Tadellosigkeit, obwohl du mich gereizt hast, ihn ohne Ursache zu verderben. Der Satan aber antwortete dem Herrn und sprach, Haut für Haut, ja alles, was der Mensch hat, gibt er hin für sein Leben. Aber strecke doch deine Hand aus und taste sein Gebein und sein Fleisch an. So wird er dir sicher ins Angesicht absagen. Da sprach der Herr zu Satan, siehe, er ist in deiner Hand, nur schone sein Leben. Da ging der Satan vom Angesicht des Herrn hinweg und er plagte Hiob mit bösen Geschwüren von der Fußsohle bis zum Scheitel. Das sind ja durchaus herausfordernde Texte an dieser Stelle. Vielleicht steigen wir mal mit so einer allgemeinen Frage ein Stück weit ein. Wie wird uns die Rolle Satans hier vor Augen geführt? Was würdet ihr sagen? Welche Rolle spielt er überhaupt in dem Buch Hiob hier, in dem Leid Hiobs? Wie seht ihr das? Also aus meiner Sicht ist dieses Bild, dass der Satan plötzlich da auftaucht, ist also für uns Menschen ein Stück weit befremdet. Ja? Also wie kann es sein, dass der Satan, der eigentlich das Ganze verursacht, also wir lesen im gleichen ersten Kapitel im ersten Buch Mose, was er angerichtet hat, und plötzlich hat er einen Zugang zum Himmel. Ja? Denn wir lesen zum Beispiel im Offenbarungsbuch Kapitel 12, dass da ein Kampf entstand und der wurde quasi hinabgeworfen und ein Drittel Teil auch mit ihm. Aber hier lesen wir, und die Frage ist ja, also für uns Menschen ist das, also für mich vielleicht nicht so sehr, aber für die Menschen, die jetzt nicht so viel mit Christentum sich auseinandergesetzt haben, die stellen sich immer die Frage, wie kann es sein, dass der Satan einen Zugang hat, ja, zu Menschen, wie dass er mit Gott kommunizieren kann, so direkt, ja. Also welchen Status hat er noch, der Satan? Also das ist schon eine interessante Frage, also aus meiner Sicht. Ja. Und denke mal, dass viele Menschen stellen sich auch diese Frage. Ne. Im Grunde genommen hat er ja keinen Zugang, solange es Gott ihm nicht erlaubt. Er musste ja den Zugang erfragen. Ja, aber es wird so ganz selbstverständlich so dargestellt. Ja, also da kommen die Söhne Gottes kommen zusammen und er ist eben mit in der Runde und fügt sich so ganz normal in das Bild ein, als ob er, ja, Tag ja, aber die steht ja,
dass die Söhne Gottes vor dem Herrn traten und unter ihnen kam auch der Satan. Also er kam auch dazu quasi. Ne? Also es wurde nicht herbeigerufen und sagte, komm auch in unsere Mitte, sondern also daraus kann man ableiten. Oder der Schreiber hat einfach dieses Bild gebraucht, um ja, das Ganze menschlicher darzustellen. Also wir wissen es ja nicht genau. Mhm. Ne? Also, ne? Mhm. Also wir kennen ja auch zum Beispiel das Bild, wo Jesus quasi auch sagt, der arme Lazarus oder der Reiche kommt quasi in die Höhle. Mhm. Ja? Und da denkst du dir auch, wie kann es sein, dass jemand in die Höhle kommt, mhm, und dann fordert er den armen Lazarus auf, glaube ich sowas, ja, und für ihn ein Wort einzulegen. Ne? Ja, ja. Also das, auch dieses Bild ist für uns befremdet. Ne? Mhm. Ja. Ich finde auch interessant hier, Entschuldigung, darf ich ein bisschen so Hebräisch erwähnen? Ist gut? Immer. Okay. Okay. Ich finde interessant, das Verb hier, das für uns übersetzen wird als einzufinden, Hidyaseb, und das buchstäblich bedeutet, sich auf die Seite von jemandem zu stellen. Und das ist für mich, als ob also diese Söhne Gottes kamen und sie wollten oder sie mussten sich entscheiden, auf welche Seite bin ich. Und wir können sagen, okay, sie sollten eine Entscheidung treffen zwischen Gott und Satan. Und Satan kam mit dieser, also er hat gesagt, Hiob, für mich ist diese Anklage, es gibt Personen auf der Erde, die folgen Gott nach, nur aus zwei Gründen. Entweder weil Gott diese Leute segnet mit vielen, eine schöne Familie, viel Reichtum. Oder aus Angst, so wie du gesagt hast. Yeah. Aus Angst kann man Leute zu Gott führen. Aber Gott wollte hier sagen, es gibt tatsächlich Leute, die an meinem Prinzip glauben, also Liebe. Und die lieben mich und sie folgen mich nach aus Liebe. Und da sollten das ganze Universum sehen. Nur der arme Hiob, ne? Er wusste nichts davon und was hat er damit zu tun, aber das werden wir vielleicht danach darüber reden. Für mich stellt sich so die Frage, also wenn es darum geht, welche Rolle spielt er überhaupt, also welche Rolle wird ihm zugewiesen, dann sehe ich ihn hier einmal in der anklagenden Rolle, also er kommt ja von vornherein und klagt Gott an, also klar, das wird so dargestellt, Gott selbst macht den Satan auf Hiob aufmerksam, hast du ihn gesehen, ja? Also so, das ist fast der erste Satz, ja. Also wo kommst du her und hast du meinen Knecht Hiob gesehen? Und dann kommt gleich so dieses Klagende, also diese Anklagende gegen Gott. Ist er etwa umsonst gottesfürchtig? Also wenn du ihn nicht segnen würdest, wenn es ihm nicht gut ginge und du ihm nicht reichlich beschenken würdest mit allen guten Gütern, dann würde er dir ins Angesicht fluchen. Also es ist einmal so diese anklagende Rolle, ja. Also er klagt Gott an, ja. Und einmal wird er uns auch so ein Stück weit als eine ausführende Instanz dann gezeigt. Also Gott sagt, er gehört dir quasi, also in deine Hände gebe ich den Hiob. Aber hier merkt man, dass er im Grunde genommen es gewährt bekommt. Also er kann es nicht einfach von sich aus machen, sondern Gott setzt ihm dort eine Grenze. Ja? Und er erweitert seine Grenze und sagt, du darfst ihn schlagen. Ja? Du darfst, darfst ihm das nehmen. Ja. Das wollte ich betonen, dass Gott hat nicht gesagt, schlage, ne? Er hat gesagt, ist in deine Hände. Ja, genau, genau. Also was dann passiert, das ist dann... Genau, Details hat Gott nicht, ganz nicht genau, gesagt. Genau. Ja. Eben. Also wie er ihn mit ihm umgehen soll, wie er ihn schlagen soll und so, das ist klar. Das ist jetzt Initiative des Satan und das ist so, wie er das tun wollte, ja. Also klar, Gott hätte es nie so gemacht, ja. Also das spricht ja auch gegen den Dualismus, den du vorher erwähnt hast, ja. Hm. Also das ist nicht so, dass Satan eine Macht ist, die Gott irgendeiner Weise gleichkommen könnte, sondern trotz allem muss Gott ihn gewähren lassen. Und Gott muss ihm Raum lassen für seine Handlungen. Und er ist dann derjenige, der handelt. Und hätte Gott es ihm nicht gewährt, hätte Gott es ihm nicht erlaubt, dann hätte er es auch nicht tun können. Ja? Also das ist ein überhaupt nicht gleiches Machtverhältnis zwischen den beiden. Ich denke mal, beim Dualismus ist das so, dass wir, also das Menschliche, das, was wir erleben, also wenn zwei, sagen wir, Mächte gegeneinander kämpfen, dass die an ihnen gleich sind oder gleich stark. Und ein Stück weit denke ich mal, dass wir auch dieses Bild übertragen auf das Himmlische, das, was dort geschieht. Ne? Und denken wir, ja, da müssen zwei gleich starke Mächte geben. Und wir überzeugte Christen sagen, so ist das nicht. Ne? Also da gibt es eine wirklich eine Macht und das andere ist das, was ihm gewährt wird. Ja? Also, ne?
Aber da geht es ja, ja, schon. Aber das Interessante ist es ja, dass es hier nicht darum geht, wer ist mächtiger, sondern wer hat Recht. Ich wollte auch sagen, da sehen wir auch diesen Charakter von Satan, dass er so wie eine Schlange ist. Also in meiner Heimat gibt es viele Schlangen und die beißen und dann suchst du die Schlangen, findest du nicht mehr. Und hier sehe Machen ich sich aus dem das, Staub. genau, er tut das, aber die Leute wissen nicht und aber er erklärt nicht auch, woher das kommt. Und ich finde ganz interessant in Hiob Kapitel 1, Vers 6, ja, da steht, es gibt einen kleinen Unterschied. Da steht, und es geschah eines Tages, da kamen die Söhne Gottes, um sich vor Jehova zu stellen oder einzufinden. Da habe ich diese hebräische Wort gesagt, das ist auf die Seite zu jemandem zu stellen. Und auch der Satan kam in ihre Mitte. Aber in Kapitel 2, Vers 1, also in Kapitel 1, Vers 6, sehen wir, dass nur die anderen Söhne Gottes wollten eine Entscheidung treffen. Aber hier, Kapitel 1, Kapitel 2, Vers 1, und es geschah eines Tages, da kamen die Söhne Gottes, um sich vor Jehova zu stellen. Und auch der Satan kam in ihre Mitte, um sich vor Jehova zu stellen. Auch hier kam er auch. Also am Anfang kam er nur einfach so, ich komme hier, aber danach hat er das Böse getan. Und jetzt mit Recht will er auch sagen, okay, es gibt hier zwei Möglichkeiten und auf welcher Seite seid ihr? Aber jetzt hatten wir schon gesagt, ihm werden Grenzen gesetzt. Gott weitet hier die Grenze, dass er machen darf. Es drängt sich so die Frage auf, wer ist denn jetzt für das Leid Hiobs verantwortlich? Ist es der Satan? Wir haben gesagt, Gott hätte es auf keinen Fall so mit Hiob gemacht. Also er sagt, er gehört quasi dir, also in deine Hand gebe ich ihn. Aber für die Fantasien, was er jetzt damit macht, ist natürlich nicht Gott für verantwortlich. Also das hat Gott ihm ja nicht irgendwie in sein Denken hineingelegt. Also das und das, so sollst du ihn schlagen, so sollst du ihn prüfen. Und dann schauen wir mal, ob er standhaft bleibt, dieser Hiob. Wer ist denn jetzt verantwortlich für das Leid Hiobs? Weil wenn ich jetzt Kapitel 2 aufschlage, da heißt es ja sogar, du hast mich gegen ihn aufgereizt. Ja? Also da klingt fast Gott als derjenige, der agierend ist. Ja? Ja, das finde ich erstaunlich, dass Gott die Verantwortung übernommen hat dort, obwohl er das nie getan hat. Naja, aber ist nicht dem Bösen Raum zu geben, was Gott ja auch getan hat. Also er hat ihm zwar Grenzen gesetzt, aber mit Grenzen macht man auch einen Raum. Und ist das nicht auch irgendwie, also das finde ich, das ist eine sehr komplizierte Frage und ein sehr also ein sehr kompliziertes Verhältnis, weil wenn wir sagen, Gott ist die Liebe und Gott, die Liebe tut nichts Böses und die Liebe fügt keinen Schmerz zu. Und ja gut, Gott selber hat den Schmerz nicht zugefügt, aber er hat ihn zugelassen. Er hat einen Raum geschaffen, in dem das passieren kann. Und da finde ich, sitzt das große Problem und die große Frage. Also ich erlebe das sehr oft, also wenn ich mit Menschen also über den Glauben rede und die haben ja keinen christlichen Hintergrund, eher so einen agnostischen oder halt atheistischen Hintergrund, dann als erstes, was sie bringen, ist halt dieses Totschlagargument. Ja? Also mit diesem Argument können sie fast alles umhauen. Also die sagen, wie kann es sein, wenn Gott Liebe ist, dass es auch das Böse gibt. Ja? Und sehr oft muss ich, ja, da muss ich einfach sagen, ich passe da. Ich kann es nicht so, also eine eindeutige Erklärung kann ich jetzt so nicht geben. Ja, also es bedarf wahrscheinlich längeren Diskussionen, um es wirklich auf den Punkt zu bringen. Ja. Aber jetzt so plötzlich zu sagen, ja, wer ist nun verantwortlich, ist schwierig. Ja. Also ich höre sehr oft diese Metapher, also wenn du mit einem Kind spazieren gehst, einem kleinen Kind, und da kommt ein LKW und das Kind bricht aus, als guter Vater läufst du hinterher. Du siehst nicht zu, wie das Kind über die Straße läuft. Du willst alles tun, um zu verhindern, dass das Kind nicht über die Straße läuft. Ne? Warum tut Gott das nicht, ja? Also in diesem Fall. Ne? Ne? Also ist Ja. schon eine interessante Frage. Ne? Also, Warum ne? greift Gott nicht aktiv ein, wenn Genau. er sieht, dass was schief geht, Genau. dass sich eine Katastrophe Ja. abzeichnet, Also ja? hier gewertet Satan, aber Gott sieht, dass Satan quasi auch
ja, das, was ihm gewährt wurde, ausnutzt oder missbraucht. Ja? Gott hat nicht gesagt, mach das und jenes, aber das artet ein Stück weit bei Satan aus. Ne? Ja, okay. Also, ich dachte mir auch sehr oft irgendwie, der arme Hiob, weil, wie du vorher gesagt hast, das ist, hier geht es überhaupt nicht so richtig um Hiob, sondern hier geht es um etwas sehr, sehr viel Größeres. Ja? Hier, also, Satan bringt eine krasse Anklage vor, ja. Du bist Gott, du bist kein liebender Gott, du bist ein Bestecher, du bist ein Betrüger. Und die Leute mögen dich nur, weil du ihnen was Gutes gibst. Ja, Adam und Eva, natürlich werden die dich lieben, wenn du ihnen in den Garten setzt, mit allen möglichen Sachen zu essen. Und genauso hier, ob du gibst ihm eine tolle Frau, du gibst ihm Kinder, du gibst ihm Reichtum, natürlich mag er dich, ja. Also das ist eine Grundsatzfrage von Gottes Charakter und der Arme und das und dieser ganze Kampf, hat man das Gefühl, wird irgendwie über Hiobs Kopf ausgetragen. Und man denkt sich, der Arme, der kann doch nichts dafür. Der hat doch nichts damit zu tun. Also ja? Wir haben ja ein Stück weit Vogelperspektive. Ja, also wir lesen das, total. Wir sehen das von oben und für uns ist alles klar. Ja? Da ist der Satan, da ist der Gott. Und wie du schon sagtest, Hiob ist ganz unten und er sieht das ja nicht. Er merkt das ja nicht. Ja? Also was geschieht denn in den Kulissen? Ne? Das ist ein Problem. Ne? Ich finde, es gibt ein paar Geschichten, die so parallel sind. Wenn Finsternis gibt in der Bibel und dann das ist, wo Satan alle seine Macht zeigt. Und wenn er seine Macht zeigt, stirbt immer oder leidet eine Person, die das nicht verdient hat. Zum Beispiel bei den 10 Plagen kam Finsternis und dann sind die Erstgeborenen gestorben. Bei Jesus kam Finsternis und dann ist er gestorben. Also da hat er diese Freiheit zu machen, was er will. Und hier bei Hiob auch, hier wird diese Finsternis nicht erwähnt, aber sehen wir auch das Gleiche. Eine Person, die schuldlos ist, hat gelitten, damit die Menschen sehen, wie er reagiert, wenn er seine Macht zeigt. Also Personen, die das nicht verdient haben, leiden. Und ja, Gott lässt zu, also bei ihm selber, bei Jesus selber, er ist gestorben, er hat nichts dagegen getan. Da sehen wir diese zwei Mächte und warum hat auch Gott zugelassen. Ja, genau, ist ein gutes Beispiel. Ja, Jesus am Kreuz und da zeigt sich der abartige Charakter Satans, indem er es wirklich konkret bis zum Ende führt, zeigt er sein wahres Gesicht. Aber uns geht es ja so ein bisschen um das Gesicht Gottes, ja. Also warum schweigt Gott am Kreuz, ja, also greift nicht ein. Also könnten wir vielleicht auch Argumente haben, aber hier tut es auch nicht, ja. Auch hier, du sagst, er steckt die Grenze und gibt den Raum dafür, dass er es tut, ja. Weil es gibt ja unterschiedliche Formen vom Leiden. Also es gibt Leiden, die ich selber verursacht habe. Also wenn ich mich an bestimmte Regeln nicht dran gehalten habe, also wenn ich mich, sage ich mal, nicht gesund ernährt habe, muss ich mich nicht wundern, dass ich irgendwann mal dran leiden werde, ne. Aber bei Hiob, wir stellen nichts fest. Er hat nichts Verkehrtes gemacht. Er hat sogar dafür gesorgt, falls die Söhne mal gesündigt haben, ja, dann bringe ich vorher aber ein Opfer. Ne? Also er führt wirklich eine gute Beziehung mit Gott. Ja? Und dann kommt sowas, ist aus unserer Sicht nicht erklärlich. Sowas, ne? Aber ich glaube, Gott greift ein, indem er nichts tut. Weil also für mich, Jesus ist für mich die vollkommene Offenbarung von Gott. Und er hat gesagt, also wenn eine Person dich hier auf diese Bank geschlägt, dann gibt die andere. Und so reagiert Gott. Nur, das sind die Gottesprinzipien. Und für uns ist es ganz schwierig zu verstehen. Aber durch diese Art kann man den Feind gewinnen, denke ich. Also indem Gott so reagiert. Gut, also vielleicht dann gleich nochmal eine Frage. Also inwiefern hilft das jetzt wirklich, so diese Einleitung, die wir jetzt haben im Buch Hiob, Kapitel 1 und 2, wo Satan vorgestellt wird, diese fast ein Stück weit befremdenden Dialoge zwischen Gott und Satan, wo Gott selbst sagt, ja, du hast mich aufgereizt, also ich habe mich von dir aufreizen lassen, ihn ohne Grund zu verschlingen. Also das sind ja schon starke Worte, die Gott hier benutzt. Und dann gibt er ihm das zweite Mal nochmal den Raum, Hiob zu schlagen. Die Frage ist, hilft das Ganze überhaupt? Hilft diese Rolle Satans in der wahren Theodizee-Frage?
Also und die TOC-Frage, ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen. Wenn Gott kann und will, was sich allein für Gott geziemt, ja, das ist ja so ein Stück weit aus dem Zitat, noch aus dem ersten Video, also Gott will und Gott kann, warum tut er es nicht? Ja, Gott könnte verhindern, jetzt könnte ich fragen, will er nicht? Ja, für einen guten Gott geziemt es sich, dass er auch will, warum tut er es nicht? Hilft diese Einleitung, hilft die Darstellung Satans hier in der Klärung dieser Theodizee-Frage? So ganz rein theologisch, theoretisch, meinst du? Ja. Ich würde sagen, bedingt irgendwie schon, oder? Also auf jeden Fall nicht zu 100%, ja. Das ist auf jeden Fall, denke ich, zu kurz gedacht. Aber bedingt hilft es schon, das zu verstehen, oder naja, man kann jetzt nicht sagen, Satan ist eine Macht, die Gott gleich ist und deswegen kann er nicht handeln, weil wir sagen ja, er kann und will, ja. Aber wenn wir später noch in die Gleichnisse reingehen, ja, von Matthäus und dem Feind, der heimlich den schlechten Samen gesät, der das Unkraut gesät hat, und Gott sagt, lasst es wachsen, damit ihr seht, was Unkraut ist und was nicht. Da hilft die Rolle Satans, das schon ein bisschen zu erklären oder ein bisschen zu erklären, warum Gott vielleicht jetzt noch nichts tut. Aber für jemanden oder für jemanden, der eine emotionale Beantwortung dieser Frage, das finde ich, ist die Rolle Satans auch bedingt irgendwie, hilft bei der Klärung, weil es hilft immer, wenn man jemanden hat, der Schuld hat. Okay, Melanie greift hier so ein bisschen vor. Nächstes Video, so eine kleine Werbung. Ja. Genau. Genau, wir werden uns natürlich noch anschauen, also diesen Kampf, den du vorhin auch schon erwähntest, also hier, so könnte man sagen, auf dem Kopf Hiobs wird so scheint es hier ein Kampf zwischen Zweien ausgetragen und Hiob ist jetzt derjenige, der da scheinbar so mit hineingezogen wird, also so sieht es so ein bisschen in der Darstellung aus, ja. Hilft diese Darstellung hier Satans und Gottes, wie sie hier miteinander umgehen, hilft das Bild in der Klärung des Leids Hiobs oder vor allem der Theodizee-Frage, darum geht es uns ja. Ich denke schon, also hilft. Und du hast vorher gesagt, wieder diese vier Optionen, Gott will und tut das nicht, aber ich glaube, Gott will und tut das. Und er hat das schon getan da. Nur ich denke immer, das ist nicht so, wie wir wollen, weil wir wollen, dass das Ziel von Gott ist nicht, der Gute zu retten und der Feind zu vernichten, sondern sein Ziel ist auch, den Feind zu retten. Und wie er das tut, genauso indem er nichts tut. Also er gibt, der Feind schlägt und er gibt zurück Liebe. Und deswegen, Jesus hat das Böse besiegt hier auf dieser Erde, auf diese Art. Aber es ist ganz schwierig für uns, das zu verstehen und zu akzeptieren, weil wir wollen immer die Rache. Und die Geschichte von Hiob gibt uns also nicht die komplette Antwort, aber so ein schwaches Licht auf diese Antwort und diese Frage. Ja, vielleicht meine persönliche Meinung, also wenn ich jetzt isoliert diese Texte nehme, also jetzt Kapitel 1, Vers 6 bis 12 und dann halt Kapitel 12, 1 bis 7, so helfen sie mir eigentlich nicht weiter. Ne? Also das ist nur ein Puzzle vom gesamten Bild. Ja? Also ich muss einfach mir sagen, ich muss das gesamte Buch sehen, um zu begreifen, was Gott überhaupt beabsichtigte. Aber das Puzzle reicht für mich persönlich nicht aus, um zu verstehen, ja, wer ist nun Verursacher und welche Rolle spielt dabei Gott und was hat Gott überhaupt beabsichtigt mit Hiob und welche Rolle spielt für uns Menschen, für Christen das Buch Hiob an sich. Erst wenn ich das gesamte Buch lese und am besten, sag ich mal, die ganze Schrift, erst dann begreife ich, was Gott mit uns Menschen auch im Leiden beabsichtigt. Ja. Aber jetzt isoliert, diese Verse, ja, helfen mir persönlich jetzt nicht weiter. Mhm. Ja, da gibt es ja auch welche, die haben das versucht in so einer gewissen Dialektik, haben sich versucht, dem zu nähern, indem sie sagen, ja, wir sehen zum Beispiel die aktive Verantwortung Satans und wir sehen aber auch die passive Verantwortung Gottes. Ja? Also beides ist da. Ja? Und man versucht es in einer gewissen Dialektik so, sag ich mal, auf ein trockenes Ufer zu retten.
Aber die Frage ist, hilft es wirklich zu klären? Ja? Also wenn wir sehen, dass die Macht bei Gott ist, Gott kann es verhindern, Gott muss es nicht zulassen, Gott könnte es anders tun. Wenn Gott will mit seinem Charakter, er hat einen guten Charakter, er will im Grunde genommen, dass es Menschen gut geht, warum tut er es dann nicht? Warum lässt er es selbst passiv zu? Das ist so eine Frage, die, wenn Gott sie uns nicht beantwortet, kann ich sie als Mensch nicht beantworten. Ich glaube, das ist der Aspekt. Ja? Und solange Gott uns nicht eine ganz klare Antwort darauf gibt, bleibt die menschliche Antwort eine Annäherung in dem, was er sich selbst zusammenträgt, was er sich angelesen hat, wie er das Wort versteht in allen seinen Möglichkeiten, versucht er sich anzunähern an eine Antwort. Aber diese Annäherung ist ja nicht die Antwort Gottes. Und dort, wo Gott eine Antwort schuldig bleibt, da bleibt die offen, die Frage. Ja? Also in aller Konsequenz. Natürlich, wie gesagt, es gibt diesen Weg der Annäherung, es gibt den Weg, es zu verstehen, aber wenn diese Antwort nur Gott geben kann, weil er entschieden hat, warum er nicht eingreift, weil er entschieden hat, warum er die Grenze jetzt dort setzt, und wenn die Antwort nur von Gott kommen kann und er sie aber nicht gibt, dann kann sie eigentlich kein Mensch geben. Hm. Kann man Gott entlasten jetzt? Die Theodizee-Frage sucht ja immer danach, Gott zu entlasten, Gott zu rechtfertigen angesichts der Anklage. Könnte man jetzt anhand dieser paar Abschnitte, anhand dessen, was wir zusammentragen, könnte man Gott entlasten? Nur von diesen zwei Texten, von zwei Kapiteln von Hiob. Genau, wie Melanie schon in der Werbung angedeutet hat, wir werden gleich versuchen, einen größeren Bogen zu schlagen. Aber wenn wir jetzt so diesen, ich sag mal, wir haben jetzt so eine Art Tiefenbohrung vorgenommen, wir haben da mal so ein bisschen näher drauf geblickt, einen Blick drauf geworfen, aber hilft das jetzt? Wie gesagt, schwaches Licht, aber nicht komplett, also bleiben viele Fragen. Viel Schatten da. Ja. Mhm. Das ist sehr verkürzt hier, ja. Also das ist zu wenig Information. Wie ich schon angedeutet habe, muss man ein bisschen mehr Puzzles haben, um zu verstehen, was Gott wirklich, also mehr Input, um zu verstehen, was Gott überhaupt uns mitteilen möchte. Ne? Oder vor allem Hiob, also es geht hier um Hiob, ja. Also ich habe auch das Gefühl, man hätte so ein Mini-Puzzleteil in der Hand von einem so ein 1000-Puzzleteil und man kann irgendwie nicht so erkennen, was es genau sein soll. Also ja. Und es ist auch irgendwie nicht das finale Puzzleteil, wo man sagt, das ist alles fertig, so jetzt nehmen wir dieses Puzzleteilchen, das passt da noch rein. Und dann war es das, ne? Das ist also noch nicht mal ein Eckpuzzleteil, wo man denken kann, da ungefähr. Aha. Nee. Ja, gar nicht so einfach, ja? Ja, nee, überhaupt nicht. Ja, lieber Zuschauer, vielleicht bleiben bei dir auch einige Fragen offen. Ich denke mal schon, so wie es bei uns jetzt auch der Fall ist. Die Theodizee-Frage ist eben eine sehr komplizierte und auch ein Stück weit eine komplexe Frage. Wenn du magst, so lade ich dich ein, nächstes Mal wieder einzuschalten. Wie schon angekündigt, wir werden versuchen, einen größeren Bogen zu schlagen, eben ein bisschen mehr Licht hineinzubringen. Wir können nicht versprechen, dass der Schatten komplett weichen wird, dass wirklich alle Fragen geklärt werden, überhaupt nicht. Wir wollen es versuchen, wie gesagt, wir machen den Versuch, eine Annäherung an die Antwort. Die einzige und die wahre Antwort kann nur von Gott kommen. Solange er sie nicht gibt, müssen wir Menschen an einigen Stellen vielleicht sogar mehr schweigen als reden. Wir wollen uns annähern. Du bist herzlich eingeladen. Ich würde mich freuen, wenn du wieder einschaltest. Bis dann.